Moin, Mahlzeit und hallo. Heute mal wieder kommentiertes Gameplay. Heute haben wir Sadie, Grand Moff Tarkin, in einem Heinrich. Mutmaßlich wieder Full-Sekundär-Bild. Er ist unser deutscher Schlachtschiff-Experte. Das letzte Gameplay von ihm in der Schliefen. Da haben wir ja auch einige Close-Quarter-Kills gesehen. Was mich hier jetzt erwarten wird, weiß ich nicht ganz genau. Aber zwei Brüder und seine jetzige Fahrtrichtung lässt mich auf jeden Fall vermuten, dass es exzessiv werden kann. Ja, wir haben bei uns im Clan immer so eine kleine Herausforderung uns selbst gestellt. Also wenn wir zwei Brüder spielen, A-Tier sind und in der Mitte spawnen, dann müssen wir auch durch die Mitte fahren. Und das ist dann egal, ob man alleine spielt oder in einer Dreier-DB oder wie auch sonst immer. Und klar, das kann schief gehen, aber da haben wir mittlerweile auch schon einige gute Erfolge erzielt. Einfach dadurch, dass man den Gegner oft lange in der Mitte bindet mit vielen Schiffen, weil sie im Prinzip darauf warten, sich die Kills aus den Mittelspurfahrern zu schnappen. Und in der Zeit haben eigentlich beide Flanken immer den Vorteil, dass sie weniger beschossen werden können, weniger Gegendruck erwarten und. Also meines Erachtens ist durch die Mitte fahren definitiv eine legitime Vorgehensweise, wenn man es nicht overextendet. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, die T22 fährt schon vor. Die scheint auch durch die Mitte zu fahren. Wir haben aber auch noch jeweils einen DD auf jeder Flanke. Eine Flanke sogar zwei. Die Guepard fährt außen, legt sich jetzt mit der Jacqueline an. Open Water Gunfighter. Bin mal gespannt, was da raus resultieren wird. Ansonsten haben wir eine Trento und eine Belfast, die linke Flanke bzw. die DDs da auch sehr stark unterstützen könnten. Eine Kongo und eine Cavour. Und rechts ist unsere etwas schwächere Flanke. Der König, ja. Also da gilt es dann eher zu halten, zu kiten, zu verteidigen. Aber ich glaube, hier geht es jetzt so langsam schon los. Kurzer Disclaimer dann noch und eigene Werbung. Also, falls ihr noch kein Follow dagelassen habt, dann macht das bitte eben noch schnell. So bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn wir das nächste Mal wieder ein Video hochladen. Sollte euch das Ganze hier gefallen, bitte auch einen Daumen hoch. Pusht den Algorithmus auch gerne durch einen Kommentar. Jegliche Kommunikation, jeglicher Support hilft mir. Und auch konstruktive Kritik. Schreibt drunter, was gefällt euch nicht. Und helft mir, mein Ziel, 1000 Abonnenten bis zum Jahresende zu erreichen. Das ist aktuell so das, was ich anstrebe. Und da hilft mir jeder einzelne kleine Follow. Und vielleicht mache ich den einen oder anderen glücklich dadurch, dass ich die Videos so kommentiere, wie ich es tue. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Das ist das, was mich glücklich macht, wenn ihr unterhalten seid. Und ja, in dem Sinne, bitte gerne folgen, kommentieren, die Glocke nach Möglichkeit natürlich auch aktivieren, damit ihr jedes Mal mitbekommt, wenn wir ein neues Video haben. So, und jetzt geht's aber auch schon los. Im B-Cap scheint keiner der Gegner mehr zu sein. Wir haben jetzt eine T22, aber die Shitchorge ist natürlich, also sobald die T22 aufgeht, macht die Shitchorge natürlich weg. Ja, da sehen wir es auch schon. Half-Life und noch weniger und noch eine Salve. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben, leider, von der T22. Warum sie da jetzt auch so aggressiv gegen die Shitchorge fährt, kann ich nicht sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. AP ist geladen. Das könnte eine gute Breitseite geben. Oh, da haben wir noch den Torpitz. Das sollte es schon fast gewesen sein. Ach, herrlich. Eine Zitadelle zerstört. Vernichtender Schlag. Natürlich jetzt leider nicht First Blood. Da haben wir an den Seiten aber auch schon einiges verloren. So. Wie vermutet, Sekundärbild. Wir haben Runway. Den John Wayne auf jeden Fall auf unserer rechten Seite.
Nürnberg wird hinten sekundär bearbeitet. Hier weichen wir gut aus, beziehungsweise die Tops sind natürlich auch irgendwie sehr weit vorgehalten. Also, dass man da nicht straight on den Kurs fährt und irgendwie hinten wieder rausfährt, sollte klar sein. Die Tops sehen schon besser aus. Oh, und die Tops vom Heinrich hier, die sehen theoretisch auch ganz gut aus. Na, da kommt er raus. Sekundär machen wir es auch nicht mehr. Den Heel hätte ich jetzt mittlerweile schon langsam mal eingesetzt. Umso schneller hat man ihn natürlich auch wieder aufgeladen. Aber ich glaube, da ist die Konzentration einfach gerade den Tops auszuweichen viel höher. Aber der Heel, der muss ja eigentlich, ja genau, da kommt er jetzt. Ne, umso schneller man ihn einsetzt, umso schneller ist er wieder aufgeladen. Bedeutet, man hat ihn eher wieder zur Verfügung. Er kann einem mal den Arsch retten. Wir sehen hier auch unten links, sobald es da grün blinkt, hat man sozusagen den maximalen Heal-Bereich erreicht. So, jetzt versucht das nochmal. Torpedos auf die John Way. Die Flanken machen es ganz gut bei uns. Die Trento ist natürlich sehr weit drin. Jetzt fährt die Kongo auch durch die Mitte noch. Und die Belfast scheint die Position zu tauschen. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt bricht uns die A-Flanke zusammen. Die Belfast fährt aber jetzt rüber nach D, um da dann sozusagen aufzuhalten. Genau, da setzt er Reparaturmannschaft ein, zwei Feuer, da kann man das gut mal machen. Gerade weil man hier einen schnelleren Reload hat. Jetzt hat er natürlich aber auch nur noch zwei Stück. Das ist der kleine Nachteil dann daran. Oh, da könnte eine Nürnberg rausgehen, leicht rückwärts fahren, stehen bleibt. Jetzt fährt sie vorwärts, aber die könnten alle noch treffen. Na komm. Prinzip wird. Ach, was war das? Ja, das war die Nürnberg dann auch. Sehr schön. Das ist immer gut. Cool guys don't look at explosions. Ganz nach dem Motto fährt Sadie hier wohl. Gar nicht mehr hingucken, was man denn alles tötet. Und aus Versehen erwischt und die Sekundäre und die Torps alles irgendwie noch bearbeiten könnte. So, jetzt haben wir den Fall zum Beispiel. Also, der Heal ist noch nicht drin. Ne? Und er wäre aber schon sozusagen zu nutzen, wenn er jetzt aufgeladen wäre. Etwas früher hätte man ihn dann, also gerade. Ah, dieses breite Fächer, das mag ich nicht. Etwas früher gerade genutzt, dann wäre auch jetzt etwas früher schon fertig gewesen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh, da ist der DD in der Smoke. Vor ihm kann man jetzt überlegen, aber ich glaube, wird eh nicht durchgecapped. Die Kongo ist jetzt auch mit drin. Im Prinzip dreht er hier seine Runden im B-Cap. Und das meine ich, er baitet die Gegner natürlich. Die fahren zum Teil, also der DD von denen ist die ganze Zeit im Prinzip aus auf Game gewesen. Hat an der Flanke nichts getan, hat sich hier um ihn gekümmert. Die Fidschi kommt jetzt sogar noch zurück und jetzt sogar im Prinzip alle Gegner in D-seitigen Cap auf dem Rückweg, was unser Belfast und King und der weiteren dann natürlich auch ermöglicht, theoretisch dann weiter jetzt wieder nach D vorzufahren. Und auch die A-Flanke sieht jetzt wieder wesentlich besser aus. Die Gepard könnte die Jacqueline nochmal aufmachen und die Cavour dort unterstützen. Cap ist unser, da hinten geht die auf. Da ist er. Da ist die Sekundäre wieder direkt am Start. Da dreht der DD schon weg. Ja, er dreht raus. Haben wir wieder zwei Brände. Zu lange ticken lassen würde ich jetzt nicht. Die Flanke könnte gleich gewonnen sein. Jetzt kommen natürlich auch. Den Brand jetzt schon mal langsam gegengelöscht. Und jetzt auch direkt den Heal dann hinterher, genau. Kommt man auf jeden Fall noch mal da vorne. Die König. Blau HP. Ich glaube, er sieht sie nicht. Die König. Heal Secure dann in dem Falle oftmals ein bisschen besser, als mehr Damage zu machen. Ja, und da kommt jetzt einfach zu viel auf ihn eingepasselt. Und da ist noch ein Torpedo-Hit. Doppelschlag. Nahkampfexperte, ein vernichtender Schlag mit einem Torpedo-Hit. Okay. Okay. Sehr gut.
Da hat er die Jacqueline mit dem Flooding rausgeholt und den anderen DD nochmal durch eine Deto. Ja. Und so, ne, man sieht jetzt, lange, lange, lange gebaitet auf B, 1,27 getankt, in einem 7er Schiff, 82.000 Schaden, das sind alles Werte, die okay sind, ne, 4 Kills ist gut. Ist natürlich immer mit dem Schaden in Relation zu setzen, aber ich glaube, man sieht auch einfach, wie vorteilhaft dann so ein Mittelpush sein kann, um das gegnerische Team sozusagen erstmal völlig wieder aus der Fassung zu bringen und sich zu überlegen, fahre ich wieder zurück, gebe ich den A oder D-Cap auf und jetzt wie hier die Flanken sozusagen richtig viel Möglichkeiten zu geben, da Druck zu machen, während der Gegner im Rückzugsmodus von den Flanken ist und im Angriffsmodus auf den eigenen B-Cap dann von beiden Seiten sozusagen zu beschießen. Ja, das war ein schönes Match. Mich gefreut. Ich glaube, das geht jetzt auch wieder noch ein paar Minuten. Wir haben natürlich dann immer die Situation, wenn wir nicht wissen, wie lange so ein Match geht, aber haben wir noch 3 Gegnerschiffe. 8 Minuten auf der Uhr. Ich sehe den Timer nicht. Anhand der Cap-Punkte, wie lange das Match noch geht. Das ist normalerweise bei mir auch eine Mod. Die scheint in einem Replay aber nicht zu funktionieren. Aber das Match sollte entschieden sein. Der DD, ich habe den HP-Pool der DDs nicht gesehen. Gut, ja, dann hoffe ich, es hat euch abermals gefallen. Falls ja, wie vorhin gesagt, bitte kommentieren, ob ihr es gut fandet, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet. Lasst einen Daumen hoch oder gegebenenfalls einen Daumen runter da. Folgt dem Kanal gerne, aktiviert die Glocke, unterstützt mich, mein Jahresziel von 1000 Subs zu erreichen auf YouTube. Nicht zu verwechseln mit den 1000 Subs auf Twitch. Aber ja, würde mich freuen. Wie gesagt, meist sonst in die Kommentare, was ihr irgendwie noch verbessern wollt. Ich versuche jetzt einige Sachen durchzutesten, kommentierte Gameplays von euch. Wir fangen gerade mit Clanmitgliedern an. Dann Livestreams im kompletten Format. Dann Livestream-Ausschnitte von guten Matches und. Wir werden so einige Rubriken starten und gucken dann im Prinzip, was euch am besten gefällt, wo ihr am meisten Spaß dran habt. Und das werden wir dann zukünftig mutmaßlich weiter ausbauen. So, dann noch einen schönen guten Morgen, einen Tag oder gute Nacht, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Und ich hoffe, wir sehen uns mittwochs und samstags im Livestream. Und ansonsten schaut euch die anderen Videos noch an. Viel Spaß. Ciao, ciao.